Was geht ab, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf Phil und Phil, yeah. Wir haben es euch versprochen, Leute, das soziale Halloween-Experiment muss einfach noch kommen. Kev-Pranks hat scheinbar auch an Halloween sein Unwesen getrieben. Boah, natürlich. Und ich weiß nicht, ob man das soziale Weihnachtsexperiment noch toppen kann. Ist auch geil, dass immer das Wort sozial drin vorkommen muss, ne? Ja. Aber was haben die anderen YouTuber damals wirklich gemacht? Immer alles war soziale Experimente. Soziale Experimente, damit konntest du alles entschuldigen. Ja. Und auch hier habe ich keine Ahnung, was Kev-Pranks sich hat einfallen lassen. Nee, ich überlege gerade. Wenn ich sehe, fällt es mir vielleicht ein. Ja, aber noch bin ich unschlüssig. Wir schauen es uns an. Ja. Let's go, Kev! Yo, Leute, was geht? Kev Pranks TV ist am Start heute an Halloween. Ein Halloween Special für die Menschen. An Special. Heute werden Menschen reingelegt, erschrocken. Doch das brauchen wir nicht. Das kann erstmal weg. Was? Warum? Was ist denn das für ein geiler Style? Irgendeine Requisite mit dem Mieter nehmen und dann sagen, dass man es nicht braucht. Und dann richtig aggressiv wegschmeißen. Doch das brauchen wir nicht. Das kann erstmal weg. Wir brauchen nur das, denn heute kommt der fetteste Prank. Ich werde machen, dass ein Mensch denkt, dass er beide Arme verliert. So ein Prank gab es noch nie. Und ich werde gucken, ob die Menschen bereit sind, dieses Fest zu feiern für die Menschen. Let's go. Hä? Ob die Menschen bereit sind, da steht schon einer. Dieses Fest zu feiern. Unauffällig. Unauffällig. Ich stand auf deinem Park. Ja. Du standst generell immer da, wo ich gerade zufällig gedreht habe und gehofft habe, dass jemand kommt. Kennst du Halloween? Ja. Komm her! Was? Kennst du was? Halloween? Was? Geh runter! Und noch der zweite! Hey, noch der zweite! Der zweite Arm! Und? Hey, nein! Den zweiten Arm kannst du behalten, das ist nur ein Prank. Oh! Leute, seht es an, es hat geklappt. Alles okay? Vor allem, jetzt ist es ja doch ein Prank und kein soziales Experiment. Vor allem, hab ich jetzt... Ach so, der Prank ist, dass ich einen Arm abschneide und er aber denkt, dass ich den zweiten auch abschneide. Ich dachte gerade erst, dass ich Menschen denken, dass ich schneide beide Arme ab, das aber nicht mache. Aber einen schneide ich wirklich ab. Und die Erleichterung ist dann, dass es nur ein Arm ist. Ja, okay. Oh, ja. Oh mein Gott! Und damit wollte ich herausfinden, ob die Menschen bereit sind, dieses Fest zu feiern. Kennst du Halloween? Boah, mal gucken, ob ich bereit bin. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich jetzt bereit, ne? Ja. Hundertprozentig. Jetzt sagst du mir, dass es ein Prank ist? Guck, es war nur ein Prank in die Kamera. Wink mal mit deinem zweiten Arm, den ich dir gelassen habe. Wink in die Kamera. Können wir das verwenden für unser Video? Es ist ein Video für die Menschen. Hallo? Hallo? Hallo. Bewusstlos geworden. Er weiß es nicht zu schätzen. Oh gut, auch das Messer noch. Die Menschen, anstatt zu sagen, cool, schläft er einfach hier auf der Stelle beim Dreh ein. Ich habe ihm den zweiten Arm gelassen und er macht nichts. Boah. Er macht nichts für die Menschen. Die Kinder wollen Halloween feiern. Hä, was ist denn? Pranks sehen. Hä, was ist denn da los? Hä? Die Kinder wollen Halloween. Boah, hab ich da gar Fehler im Schnitt? Boah, Schnittfehler gemacht. Einfach Schnittfehler. Also 8 Jahre später Schnittfehler entdeckt. Ja. Einfach hier zu früh irgendwas diese Grafik eingeblendet. Das ist nur Pranks sehen und ihm ist es egal. Die Kinder wollen Halloween feiern und unterhaltsame Pranks sehen und ihm ist es egal. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich lasse ihn einfach hier liegen. Kev Pranks ist mal wieder enttäuscht, dass die Menschen ein Fest für andere Menschen nicht unterstützen wollen. Er hat noch einen Arm, was heult der rum? Ich bin fertig mit diesem Fest. Feiert es alleine. Kev Pranks ist raus für immer. Lebt wohl. Und hier kommt noch ein anderes trauriges Experiment, wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid, wie scheiße die Menschen sind. Ciao. Wie scheiße die Menschen sind. Warte, ich mal einmal gucken, was so in den Kommentaren steht. Also, guck mal, so 300.000 Aufrufe. Ja, klar. Jungs, Alter, ihr habt so geile Ideen, eine Nachricht zu übermitteln. Ich hoffe, viele erkennen, was dahinter steckt. Ihr seid einfach die Augen geöffnet. Ich liebe das Format. So ein sozialer Typ. Boah, du hast uns die Augen geöffnet. Danke, Kev. Kev ist wieder da.
ein bisschen sehr abgedreht. Sortier mal nach neuesten Kommentaren. Mal gucken, wann der Letzte das Video kommentiert hat. Boah, vor 5 Jahren. Ja. Das war ein Prank, aber nicht mal Blut am Messer. Bro, das ist fake. Ja, manche Leute haben das dann aufgedeckt, dass das fake war. Ja, okay, jetzt. Das ist, ja, erschreckend. Das haben wir schon gemacht, ne? Erschreckend. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle durch. Ich glaube auch, schade. Ja, jetzt haben wir. Ja. Scheiße, jetzt haben wir Kev-Pranks durchgespielt, glaube ich. Boah. Oder? Wenn es da draußen Kev-Pranks-Experten gibt, die wissen, dass wir eins vergessen haben, sagt Bescheid. Aber ich glaube, wir haben alle Kev-Pranks gemacht. Ich glaube auch. Natürlich sehr traurig. Traurig. Aber auch schön, weil jetzt wissen wir wieder, worauf es ankommt im Leben. Und was die Menschheit noch, zu tun hat, um endlich Feste auch zu feiern. Feste auch zu feiern und einfach sozial, sich sozial zu verhalten. Ne? Ja, ey, ich meine, es dauert nicht mehr lange. Halloween ist bald wieder, ne? Halloween, ja. Dann ist auch direkt schon wieder Weihnachten vor der Tür. Seid ihr bereit, dieses Fest zu feiern? Ey, Phil war es vor ein paar Jahren nicht. Ich bin bereit. Jetzt. Du bist jetzt bereit? Ich bin komplett bereit, das mit Fest zu feiern. Mit dem neuen Arm auch? Ja. Okay. Ja, deswegen. Oh Mann, Leute, muss ich mich erstmal wieder von erholen. Ja. Aber wir haben auch nur knapp 24 Stunden Zeit, uns zu erholen, denn... Dann morgen, 16 Uhr. Ist ein Tag. Und ist ein Tag. Gibt es um 16 Uhr eine neue Reaction. Ne? Ja. Jeden Tag. Ihr wisst Bescheid. Leute, richtig. Ne? Ja, sehen wir uns morgen. Ne? Sehen wir uns morgen. Also, bis dann. Ciao.